versuchen wir noch einen regulären Run hinzubekommen. Nur mit wem? Mit wem versuchen wir das? Wissen Sie, was wir versuchen? Versuchen Tainted Isaac! Auch wenn es bisher immer darauf hinauslief, dass... Enhanced Boss Bars could not load properly. Moment, lass mich das Spiel beenden. Ich will wirklich nicht Tainted Cain machen. Lass mich nicht Tainted Cain machen. Oh, apropos, was mir gerade einfällt, was ich gerade bei meinen Achievements sehe. Ich bekam letztens, ich habe ein paar Videos so aufgenommen, und da bekam ich Platinum God. Warum bekam ich Platinum God? Ich meine, ich habe nicht alles geschafft, was man für den ursprünglichen Platinum God brauchte. Ah ja, Tentelazos wollte ich auch noch reinschauen. Ich habe definitiv zum Beispiel nicht alles mit The Lost geschafft. Aber scheinbar habe ich ja Platinum God bekommen. Das heißt, der alte Mögi ist ein offizieller Platinum God. Wahrscheinlich, weil ich so viele Achievements habe, die man für Platinum God eigentlich braucht oder so. Ich habe keine Ahnung. Bekam ich auch aus irgendeinem Grund. Damals, als Platinum God noch was bedeutet hat. Heutzutage ist jeder Platinum God. Platinum God ist alles außer DLC Unlocks und Lost Unlocks. Oh, okay. Ich denke, wir werden erstmal gut dabei sein, wenn wir das mitnehmen. Ah, shit, oben ist eine Karte gespawnt, oder? Emperor. Wahrscheinlich hätte ich das gerade nicht machen sollen. Oh, und wir sind tot. Gehen wir zum Boss. Ich habe einen Soul Heart bekommen. Ja, was seid ihr jetzt? Okay, Kaki. Ich bin natürlich Kaka. Werden wir mal sehen, was der Kaka so alles drauf hat. Natürlich sprintet Kaka genau dann los, wenn ich eine Bombe lege, aber ich habe ihn trotzdem noch damit getroffen, also halb so wild. Er hieß doch nicht Kako. Kako war der andere, der große Haufen, aus dem zwei rauskommen, wenn man ihn killt. Das war einfach nur Kaka. In der offiziellen deutschen Übersetzung. Bandage ist ziemlich gut, aber wiederum. Was würdet ihr sagen? Vielleicht können wir eine Transformation bewirken. Das wäre eigentlich ganz cool. Ansonsten... Oh, wir waren gar nicht im Goldraum. Können wir doch den Goldraum mal eben noch mitnehmen. Ansonsten weiß ich nicht ganz, wie ich mit Tainted Isaac was machen soll. Anfangs dachte ich, dass er ein relativ starker Charakter ist, aber... Inzwischen muss ich sagen, ich habe so meine Probleme mit Tainted Isaac. Ich habe halt nicht einen Run mit Tainted Isaac beendet, also... Alles, was wir schaffen, wäre auf jeden Fall der richtige Weg. Oh mein Gott, ich hasse diese Gegner. Die erwischen mich in letzter Zeit einfach ständig. Diese Items sind alle entsetzlich. Aber mit Scapula kann ich mir schnell einen Soul Heart ermogeln. Oh mein fucking Gott, seht ihr? Davon rede ich. Vor allem kommen die auch einfach ständig. Ich bin nicht begeistert davon. Aber gratis Soul Heart. Auf Birthright grinden. Ja, das wäre. Ich meine, es wäre eine Möglichkeit, aber. Ich weiß ja nicht. Ich meine, man kann nur bedingt viel dafür grinden. Das ist schon mal Problem Nummer 1. Immerhin haben wir mit dem Boss Rush gemacht, also mit Tainted Isaac. Das heißt, mir fehlt nicht so viel. Du weißt, wie man mit Scapula Sacrifice Rooms schießt? Nein. Aber ich werde dir zuhören, wenn du es mir erklärst. Wie mache ich das am besten? Ich kann mir vorstellen, dass da durchaus Potenzial herrscht.
kannst mit Scapula die Stachelräume schießen. Ach so. Dann ist meine Frage ja beantwortet, wie ich das mache. Dann habe ich keine weiteren Fragen mehr. Ah, Capricorn ist schon allein All Stats up. Das heißt, das wollen wir mitnehmen. Angel oder Devil Deals? Wonach steht mir der Sinn? Was würdet ihr sagen? Wonach fühlen wir uns in diesem Run? Angel Deals? Ja, doch. Angel Deals sind sinnvoller. Bis dann, dass ich ein bisschen Probleme habe, HP überhaupt anzusammeln mit Tainted Isaac. Angel Deals sind halt immer sinnvoller. Ich glaube, sie sind sogar dann sinnvoller, wenn man The Lost spielt. Und nicht mal da kann man sonderlich viel von den Devil Deals mehr mitnehmen. Es wurde einem einfach alles genommen, was irgendwie Spaß macht. So, wir haben noch eine Bombe. Angel, falls du Mega-Satan machen willst. Ich meine, ich würde Mega-Satan mitnehmen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Ich würde mich jetzt nicht dagegen wehren. Yeah, was seid ihr davon? Eiskalt ausgewichen. Ohne getroffen zu werden. So, wir haben keinen Sacrifice Room auf dieser Ebene, richtig? Nämlich genau jetzt, wo der Sacrifice Room mir was bringen würde, bekommen wir keinen. Sehe ich das richtig? Delirium mit Tainted Isaac ist das beste Item im Spiel. Wir können auf jeden Fall versuchen, schauen, dass wir Delirium bekommen, aber ich fürchte, ich kann für nichts garantieren. Ach Gott. Dieser Raum. Dieser Raum ist ein bisschen nervig. Okay. Dann legen wir hier noch eine Bombe. Wie, als ob das Teil nicht... Ach Gott, als ob die Schatztruhe nicht aufgegangen ist. Ich habe das Gefühl, ich habe viel zu viel gezahlt für die Ausbeute, die ich letztendlich bekommen habe. Denn die Ausbeute ist nicht gut. Die Ausbeute war nicht gut. Aber hey, schau euch den Damage an gegen den Lumpen. Der ist ziemlich enorm, würde ich einfach mal behaupten. So wurde der Lumpen wieder mal gelumpt. Wir nehmen Synthol mit. Das heißt, wir sind schon fast bei Dingens, bei der Transformation, der Name mir entfallen ist. Ihr wisst schon. Wir sind fast der Spun. Die Sache bei Tainted Isaac ist ja, dass Transformationen an sich erhalten bleiben sollten. Das heißt, wenn wir Spun bekommen, dann bin ich auf jeden Fall für den Rest des Runs Spun, richtig? Also auch, wenn ich die Spritzen dann weglege. Das wäre nämlich ziemlich gut für mich. Okay. Korrekt? Yeah, okay. Dann, ich meine, ich wollte gerade sagen, wenn ich versuche, aufs Band zu gehen, aber... Ich habe auch nur so viele Möglichkeiten. Ziemlich viel, was ich an den Boss-Items ändern kann. Mir gefällt es übrigens nicht, dass ich gerade keinen Soul Heart mehr übrig habe. Aber wenn wir ein Sacrifice Room bekommen, werde ich dafür bereit sein. Und das gefällt mir dagegen ziemlich gut. Wir haben wieder ein halbes Soul Heart. Gute Neuigkeiten. Das heißt, die Angel-Wahrscheinlichkeit ist durchaus gegeben. Oh mein Gott, geht mal weg. Ich wünschte, ich hätte einen von ihnen gekillt.
Vielleicht habe ich einen gekillt. In Low Damage Runs ist dieser Raum eine wahre Freude. Eine wahre Genugtuung. Okay. Wenn wir von Räumen reden, die eine wahre Genugtuung sind. Der Raum ist okay. Er ist nur nicht spaßig, aber er ist okay. Awesome. Von Dot West 6 Monate Resub, wie wir lieben Dank. Und von der Not Weep Enough 5 Monate Resub auch dafür, wie wir lieben Dank. Okay. Wir sind soweit ziemlich gut unterwegs in diesem Run. Er ist aktuell so, wie man sich einen Tainted Isaac Run vorstellt. Zu Beginn einfach stärker, als man meinen würde, aber... Das Problem ist, dass die Schwäche des Runs, die Nachteile, relativ schnell Einzug halten werden. Ja, was soll's. Was soll's. Was? Wir sprengen hier was raus. Ich hätte gern mehr Auswahl in meinen Goldräumen. Wir haben auf jeden Fall Säumilk. Das heißt, in diesem Run könnte alles passieren an dem Punkt. In erster Linie kann es ziemlich schnell passieren, dass er viel zu schwach wird. Wie jetzt zum Beispiel gerade im Moment. Wo ich gegen die Gegner nicht wirklich was machen kann. Das ist ein klassischer Säumilk-Moment. Oh Gott! Wie können 1,4 Damage so wenig sein? Wahrscheinlich war es ein Fehler, das mitzunehmen. Da hätte ich übrigens getroffen werden sollen, glaube ich. So wie hier jetzt zum Beispiel. Ah, kein Angel Deal für mich. Aber ein Soul Heart nehme ich trotzdem mit. Oh mein fucking Gott. Ich weiß, das ist ein guter Schaden soweit. Ich hasse diesen Boss. Oh mein Gott, ich hasse auch diese Boss. Was soll diese Arena? Wie soll ich denn ausweichen? Ich kann ja nicht ausweichen. Es fliegen überall Felsen. Ich weiß nicht ganz, wo die einen treffen. Das ist ein Shit-Boss. Funktioniert das? Ich hätte Squeezy mitnehmen sollen. Es funktioniert. Jetzt haben wir die Feuerrate weiter erhöht. Squeezy wäre wichtig gewesen für das Soul Heart. Aber okay, wir sind noch nicht fertig mit der Ebene. Ich wollte halt wirklich sehen, ob ich die Feuerrate von Solmik noch weiter erhöhen kann. Was ich kann. Was machen wir jetzt am besten? Wir sind fast fertig mit der Ebene. Das ist nicht gut. Ich will nicht mal ein Soul Heart. Das ist fürchterlich. Ich glaube, ich habe verkackt. Und dann wiederum, ich muss einfach nur den Run irgendwie überleben. Wir müssen einfach nur den Run irgendwie überleben. Das ist das Wichtige. Curse of the Blind bedeutet, ich kann die Items nicht sehen, richtig? Das wäre ich nämlich gerade echt spaßig. Komm schon. Es dauert 2 Jahre, die Gegner zu besiegen, aber wir kommen voran. Ah!
Also, ihr meint, dass ich hier ein bisschen Schabernack treiben kann. Aber wie? Muss ich dafür bei dem halben Herzen sein? Wie kann ich Sacrifice Room Schabernack treiben? Ich muss bei einem halben Herzen sein. Das ist jetzt erstmal schlecht. Ey, Fat Klos. Halt Abstand. Gib mir bitte ein halbes Herz. Das wäre ziemlich optimal gerade. Huh. Huh. Wie komme ich am besten auf ein halbes Herzintervall? Na gut. Problem gelöst. Dafür habe ich meinen Angel Deal aufgegeben, aber das ist okay. Wir werden eh keinen bekommen. Also, und jetzt gehe ich rein und ich mache das. Und dann wieder raus, dann wieder rein und dann... Ja, es ist ziemlich einfach zu cheesen an dem Punkt. Muss ich ganz klar sagen. Okay, das macht dieses Item super hilfreich. Okay, Soulheart, muss das jetzt sein, dass du da in der Mitte bist? Will ich gegen Uriel kämpfen? Ich meine, spricht wohl nichts dagegen. Ich will gegen den anderen eher nicht kämpfen. Das Gefühl, für den werde ich dann zu schwach sein. Dann wiederum, wenn ich mal richtig treffe, mache ich akzeptablen Schaden. Das Problem ist, dass ich dafür richtig treffen muss. Key Piece, wuhu. Nein. Dann machen wir den wohl auch noch. Und bereiten uns auf einen potenziellen Mega-Satan-Kampf damit vor. Frage ist, so will ich Scapula jetzt ablegen oder will ich es noch behalten? Bin mir da echt unsicher. Und auf der einen Seite hat jetzt seinen Dienst erfüllt. Auf der anderen Seite, vielleicht können wir das nochmal machen. Ich denke, ich sollte es als nächstes ablegen, oder? Danach direkt in den Dark Room. Ja, das wäre eine Idee. Das wäre die Idee. Schauen. Ich bin aktuell nicht gut darin, in der richtigen Range bei dem Engel zu stehen, um nicht von seinem dummen Angriff erwischt zu werden. Okay. So weit, so gut, würde ich einfach mal meinen. Scapula oder die Milch als nächstes. Hey, wir können Zäumig nicht einfach skippen. Na, ich werde als nächstes das mit dem geringeren Tierdelay auf dem linken Auge kicken. Das sollte ziemlich unnütz für uns sein. Lass bitte den Judgment am Leben. Der nehme ich vielleicht den HP ab für mich, oder damit meine ich sehr wahrscheinlich. Das würde ich sehr wahrscheinlich sehr gerne mitnehmen. Okay. Jetzt, wo Säumig und Lepra nicht mehr funktionieren, was ist da noch eine gute Synergy? Säumig ist super... Was ist eine super hohe Feuerrate? Es gibt so viele Items, die in der super hohen Feuerrate stark sind. Säumig, ich hoffe, dass früher Säumig nicht mehr so schwach ist, wie es früher mal der Fall war. Mein Cancer ist ziemlich stark. Das wollen wir wahrscheinlich behalten.
Oh mein Gott, warte. Damit kann ich sogar noch leichter Sacrifice Rooms machen. Wenn ich nur noch ein halbes Herz Schaden nehme. ich glaube, das nehme ich nicht mit. Wenn ich es ja sowieso nicht sehen kann. Ich würde sagen, wir werden die Blue Baby Mega-Satan-Route einschlagen in diesem Run. Was haltet ihr davon? Ah, Gott! Ich vergesse ganz gerne, dass ich in der Tat sehr schwach bin. Ich meine, es geht. Es kommt immer drauf an, auf den Gegner. Seht ihr, der nimmt okayen Schaden. Fast. Auf jeden Fall kein guter Schaden, aber die Diktas kann ich auch schnell killen. Yeah, schau euch das an. Was mir am meisten hilft, ist die Tatsache, dass er schlicht und ergreifend nichts macht. Außer dastehen und sich von mir treffen lassen. Kenne ich auch super viele Tiers eigentlich abfeuern. So eine richtige Kugelhölle. Hey! Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir gehen weiter. Keine Zeit zu verlieren. Wurde Solmec gebufft in Repentance? Ich glaube ja. Bin mir nicht mehr so sicher. Ich meine aber ja. Ein Keybagger. Ach Gott. Das sind eine Menge Gegner, die ich nicht leiden kann in diesem Raum. Also damit meine ich sehr viele Gegner, die ich nicht leiden kann. Ich will fast sagen, ausschließlich Gegner, die ich nicht leiden kann. Weil ich sagen muss, dass ich mit den kleinen Stecknadeln inzwischen besser zurechtkomme. Jetzt pass mal auf, was ich euch jetzt zeigen werde. Was legen wir weg? Ich denke, das brauchen wir nicht mehr wirklich. Jetzt werde ich euch mal zeigen, was für eine Synergy mit Solmec ziemlich stark sein kann. Ups. Wir werden das erstmal mitnehmen. Weil es mein Damage erhöht. Suicide Mind? Na, glaub mir, es wird stark. Was haben wir hier? 3. Was macht 3? Oh, die Turn Effect. Das ist ja ein Bild inzwischen davon, was macht. Satanic Bible will ich nicht vor dem Boss einsetzen, sonst bekommen wir nämlich. Dann wiederum. Ich weiß, ich will sie vom Boss einsetzen. Ich glaube, wir nehmen generell Satanic Bible lieber mit. Damit werden die Items, die der Boss droppt, zu Devil Deal Items. Und zuerst dachte ich, au, das ist ein Problem, aber eigentlich ist das eine gute Sache. Diese dummen Steine! Denn Devil Deal Items haben die Eigenschaft, dass sie üblicherweise ziemlich stark sind. Ich bin übrigens sehr gespannt, wie sich das gegen Bosse schlagen wird. Diese Fire Mind Solmec Kombination. Es fehlt auf jeden Fall noch das gewisse Etwas. Aber das bekommen wir noch hin. Glaub mir. Okay, was ist denn? Sind doch mein Gegner. Ich weiß, die hüpfen einfach nur mich rein und dann hören sie nicht auf. Was soll das? Die müssen doch aufhören, mich reinzuhüpfen ab irgendeinem Punkt. Das kann so nicht weitergehen. Ich
Ich meine, ich denke, mein Damage ist soweit ziemlich gut, ehrlich gesagt. Wir können damit auf jeden Fall arbeiten. Das Problem ist nur, dass meine Verteidigung zu wünschen übrig lässt. Weil was zum größten Teil meine Schuld ist. Zum kleinen Teil. Würde ich eigentlich mehr Feuer bekommen, wenn ich mehr Luck hätte? Ist das eine Sache in dem Spiel? Oh ja, ich bräuchte am besten irgendwas, was mir, au. Was mir, Piercing-Shots gibt. Es sind auf jeden Fall noch ein paar Dinge, die wir benötigen in diesem Run. Damit er sein volles Potenzial ausschöpfen kann, aber ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg. Vor allem dadurch, dass ich Cancer habe, ist das eigentlich soweit ziemlich easy Mode. Ich will nichts davon. Muss ich jetzt mal so ganz ehrlich gestehen. Sahen alle ziemlich fürchterlich aus. Da haben wir noch ein paar Brimstone-Spinnen. Okay, machen wir den Boss. Gish! So was, ich bin froh, dass wir kein reguläres Boss-Item von Gish bekommen. Ja, es sind immer noch nicht ganz die Stärke, die ich mir wünschen würde, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, seht ihr das? Das Problem ist nur, dass der Gegner nicht weggedrängt werden sollte. Daran sollte ich noch arbeiten. Eye of Belial ist super gut, oder? Das war das Item, wo meine... Oh, Moment. Nein! Ich habe das Falsche mitgenommen. Aber wir werden das Buch wieder mitnehmen. Glaub mir, das wird ziemlich stark. Das wird ziemlich stark. Und jetzt sehen wir noch das, Na, dann wiederum, will ich das andere Buch mitnehmen oder will ich lieber bei dem bleiben? Hiermit kann ich nämlich Herzen regenerieren. Aber ich würde mein Damage ungemein erhöhen. Die Krone bringt nämlich, dass man, Ja, ich glaube, ich sollte lieber bei, Ich sollte lieber bei der, Bibel bleiben. Ja, Satanic Bible ist sinnvoller dafür, aber... Ich will mal schauen, wie hoch mein Damage steigen würde. ...2,6. Das ist ziemlich ordentlich, aber... ...ich denke, wir sind trotzdem so besser dran, wenn ich einfach mal die Leben regenerieren kann. Denn wir werden, wir haben vor, ein paar von unseren roten Herzen aufzugeben. Voll mit Eye of Belial gehen die, drehen durch den Gegner durch... ...und machen dann, extra Schaden. Ich denke, es sollte auch so wirklich stark werden. Will ich nur wirklich die Growth Hormones ablegen? Nein, das ist schon besser. Hm. Ja, ich will sie ablegen. Weiter geht's. Leg Golden Options ab? Nein, die werden im nächsten... Denn auf dieser Ebene können die noch hilfreich sein. Ach Gott. Ich hasse diesen Raum. Warum ist dieser Raum im Spiel? Eternal D6? Oh, das ist der, okay. Hm. Ich weiß nicht. Amnesia. Ich weiß ja nicht. Ah, Gott. Ich weiß, wir sind immer noch nicht so stark, wie ich mir das erhofft hatte. Da ist immer noch Luft nach oben. Hm. Hm. Ich will das Buch halt nicht rerollen.
Ist aktuell so mein Hauptproblem. Ja, so stark ist das immer noch nicht. Ha. Ganz im Shop rerollen. Oh ja. Was haben wir hier erstmal? Leider nichts Gutes. Schauen wir erstmal nach, was der Shop so alles hat. Oh, ich bekomme jetzt keine Explosionen mehr direkt am Gegner, sondern nur noch an der Wand. Das ist ein bisschen ungünstig. Das ruiniert so ein bisschen die ganze Firemind-Taktik. Auch wenn die Wände ziemlich große Explosionen abbekommen. Will damit nicht mein... Ja, yeah, damit wird es direkt aufgeladen. Wir nehmen noch die Batterie mit. Und dann würde ich sagen, wir rerollen das Ganze mal eben. So, Eternity 6. Behalt die Batterie. Wofür? Meint ihr, ich soll die Batterie behalten? Ich meine, ich will die Batterie gerne rerollen und sehen, was wir sonst bekommen. Wisst ihr was? Ja doch. Damit habe ich einen Raum weniger Aufladungszeit für die Satanic Bible, oder? Und ich weiß, dass Golden Options an dem Punkt mir nichts mehr bringt. Ich habe mir überlegt, durch was ich es ersetzen werde. Oh ja, ich kann das mitnehmen und dann... Oh ja, yeah, die Options rerollen. Oh, das war... Okay, Moment. Das ist ein dummes Umherlaufen gerade. Aber das bekommen wir hin, okay? Auch wenn ich gerade Zeit verschwende. Okay, ich habe da irgendwas durcheinander gebracht. Aber nicht mehr. Jetzt wird alles besser. Bumm, weg. Mein... Cool. Schätze ich. Lass mich mal nochmal den Würfel voll bekommen. Wo sind noch Gegner? Wo geht's überhaupt weiter? Oh mein fucking Gott. Ein Charge Reroll? Was ein Charge Reroll? Kann ich jetzt nochmal drücken? Nein, kann ich nicht. Verstehe nicht, was ihr mir sagen wollt. Außer, dass wahrscheinlich ich die Batterie habe, aber mir ist aufgefallen, dass ich Batterie habe. Oh mein Gott, wo gehe ich überhaupt gerade hin? Hier sind Gegner. Au. Okay, wir gehen nochmal zurück. Wir machen das jetzt noch einmal, okay? Ich habe nämlich keine Lust, durch dieses dumme Ebene noch 20 Mal durchzulaufen. Vor allem, wenn ich keine Karte habe. Das ist super nervig. Also, wir gehen hier rüber. Boom. Vor allem sind die Items auch alle scheiße. Ich will nichts davon. Das ist halt alles Schrott. Schon besser, dass wir die Batterie behalten haben. Davon bin ich inzwischen auch überzeugt. Ich werde den dummen Shop nicht nochmal rerollen. Ich habe schlicht und ergreifend keine Lust, nochmal durch die ganze Ebene zu laufen. Und damit meine ich, ich habe wirklich keine Lust. Will ich The Beast mit Tainted Isaac machen? Das ist eine Frage, die ich mir gerade stelle. Denn an sich... Wäre das ein Run, in dem es möglich ist, schon allein dadurch, dass ich Cancer habe? Nein, wisst ihr was? Nein, ich will auf Chance, wie auf Delirium gehen. Habe mich anders entschieden. Wir gehen auf Delirium.
Ja, ja, ich weiß, wir haben den Mega-Satan, okay, also beziehungsweise auf Mega-Satan gehen wir. Und dann im Idealfall auf Delirium. Oh Gott, wo geht's weiter? Diese dumme Ebene. Secret Room? Komm schon. War ich hier rechts schon? Ich war hier rechts nicht, okay. Oh Gott, hört auf, das Salz in die Luft zu sprengen. Das ist überhaupt nicht hilfreich für mich. Das ist überhaupt nicht hilfreich. Wheel of Fortune. Und... Yo, Dry Baby! Nein, das Dry Baby kostet... Ich hab keinen Platz dafür. Na, wisst ihr was? Weg mit der Batterie, wir behalten Dry Baby. Dry Baby ist so viel hilfreicher. Wir müssen das Dry Baby behalten. Au. Dafür lade ich lieber einen Raum länger auf. Dry Baby wird uns so im Kampf gegen Mega Satan carryen. Es ist nicht mal mehr lustig. Ich wünschte, wir könnten ein bisschen Feuer da machen, wo... Yeah, das wünschte ich mir. Jetzt kommen die Körper natürlich da, wo das Feuer ist, nicht mehr raus. Oh, du lebst noch. Okay. Wir nehmen Polaroid. Ja, los geht's. Das bringt mir nicht so viel Damage ab, wie ich mir erhofft hatte. Was seid ihr davon, Capricorn wegzupacken? Ja, okay. Ich habe gerade gefragt und genau in dem Moment habe ich im Chat gelesen, Capricorn kann weg. Wir sind uns also einig an der Stelle. Ich weiß übrigens noch nicht, ob der Run wirklich stark wurde. Aber wir haben Polaroid. Das ist schon mal ziemlich gut. Du hättest Belay, by the way, mitnehmen können wegen dem Buff vor dem Kranz. Ja, ich weiß. Das habe ich mir auch vorhin angeschaut, wie viel Schaden ich dann machen würde. Aber ich habe beschlossen, dass es für mich hilfreicher sein wird, wenn ich Leben regenerieren kann. Und ich denke immer noch, dass das eine gute Entscheidung war. Ich meine, der Damage könnte höher sein, aber ich denke trotzdem, dass wir damage-technisch gut aufgestellt sind. Bereit für alle Herausforderungen, denen wir uns stellen werden. Apropos, die Dornkrone kann eigentlich, welchen besseres Damage abfinde, weg. Und wir haben leider keinen Birthright bekommen. Was ein bisschen schade ist. Oh ja, dafür hätte ich vielleicht rerollen können, fällt mir gerade auf. Jera! Jera macht sich immer ziemlich gut in der Chess, wenn ihr mich fragt. Ich habe das Gefühl, dass es immer eine ganz nette Rune zum dabei haben. Au. Weiß ja nicht, wie ihr das seht. Also, wo ist jetzt überhaupt ein Bosskampf? Das Gefühl, ich verschwende gerade viel Zeit damit, nicht voranzukommen. Dabei würde ich viel mehr Zeit, würde ich viel lieber Zeit damit verbringen, voranzukommen. Falls Mega Satan an? Yep. Und im Idealfall danach Delirium. Sache ist, dadurch, dass ich Cancer dabei habe, ist das halt alles ziemlich machbar. Dann nehme ich bei den Bossen, sobald ich einmal getroffen wurde, jeweils nur noch ein halbes Herz Schaden. Und das ist super stark. Moment, keine Schlüssel verschwenden. Wir haben nicht genug. Ich will gar nicht Schlüssel für so eine dumme, unsichere Kiste verschwenden. Ich brauche auf jeden Fall 8 Schlüssel, wenn wir in, wenn wir in der Chest sind. Shot Speed down! Oh, Schreck.
Apropos, pass mal auf, ich habe heute eine Sache geträumt, okay? Es war, ich habe keine Ahnung. Freunde und ich waren in irgendeinem, es war glaube ich so ein Lagerverkauf oder sowas von, ich habe keine Ahnung. Sie haben irgendwie nur Scheiße verkauft, was auch immer. Und dann, wollten wir irgendwo hingehen, da war irgendwie so eine Treppe, die echt fürchterlich war. Das Problem an der Treppe war, dass sie enorm hoch war. Oh mein Gott, Piep nimmt so null Schaden. Was für ein Schaden nehmen, Piep? Die Treppe war enorm hoch, sie war sehr steil, sie hatte so Holzstufen quasi und es war so ein super enger Raum und es ging super weit nach unten. Das größte Problem war, diese Treppe hatte kein, oh, ein Rotten Heart, kann ich nicht mitnehmen. Die Treppe hatte kein, Geländer, das heißt, man konnte sich an diesem, an der Holzleiste, die oben ist, musste man sich quasi festhalten und so dann runtergehen. Und man konnte nicht umdrehen, weil es zu eng dafür war und das Risiko zu stürzen. Und dann für 20 Meter rund die Treppe runter zu stürzen, war zu hoch. Und ich bin aufgewacht und ich habe immer noch dran gedacht und dann dachte ich mir, oh, mir ist immer noch ein bisschen mulmig, wenn ich an diese Albtraumtreppe denke. Das war ziemlich cool. Dann bin ich aufgewacht und dachte mir, yeah. Ein Glück, dass ich jetzt nicht diese Treppe runtergehen muss. Okay, ich bin echt nicht stark irgendwie. Huh. Ich glaube, ich will Brimstone für einen Raum haben, oder? Was sagt ihr? Ist halt schon ziemlich hilfreich. Muss man ganz klar sagen. Ich denke, wir werden dabei bleiben. Jetzt hätte sich 9 Volt gelohnt. Ja, yeah, aber ich glaube, ich werde es hauptsächlich gegen Bosse brauchen. Dann wiederum, ich werde nicht in der Lage sein, Leben zu regenerieren. Wer hat denn einen Bagger hier in der Gegend irgendwo? Bei dem? Oh ja, Moment, bei dem kann ich meinen. Oh, wir können hier ein paar schwarze Herzen tanken. Oh yeah, 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 yeah. Guter Punkt. Lass mal ein paar Aufladungen und Batterien rüberwachsen, mein Alter. Komm schon, dafür haben wir gespart. Noch ein bisschen mehr. Der kann doch auch Batterien droppen. Droppt mal eine Batterie. Das ist ein gutes Trinket. Spacebar-Item minus ein Charge. Gehen wir auf den Bookworm. Ich habe überlegt, dass wenn ich das andere mitnehme, ob das nicht vielleicht hilfreich wäre. Einfach weil... Also lass mich den Raum noch machen. Oh Gott. Ob es nicht hilfreich wäre, weil ich dann pro Raum eventuell den Brimstone zweimal aktivieren könnte. Und vielleicht bekommt man dann nicht den Super Brimstone, wenn man zweimal Brimstone hat. Ich dachte mir, das könnte ganz cool sein, aber... Keine Ahnung, ob das wirklich hilfreich wäre. Ja, yeah. Sterbt beide! Dankeschön. Jumper Cape ist gut für lange Bossfights. Ja, aber hätte es mir was gebracht mit meinem Brimstone-Teil? Ich denke, wir sind auf jeden Fall mit Bookworm soweit auch auf der sicheren Seite. Eye of Belial weglegen? Na. Ich denke, Eye of Belial hat auch Vorzüge. Problem ist, dass das Feuer ansonsten die Gegner immer weggestoßen hat. Das ist halt auch nicht unbedingt optimal. Blankrune? Algis. Nein! Auf Schlüssel zu verschwenden. Wir haben keine Schlüssel übrig. Um sie random zu verschwenden.
schon. Wie ist der nochmal? Ich habe seinen Namen vergessen. Äußerst interessanter Raum. Komm schon! Ich kann die Schlüssel nicht einfach aufgeben. Wir brauchen die Schlüssel noch. Der Fischwurm. Ja, yeah, genau, der Fischwurm war das. Seht ihr, in dem Raum macht sich Eye of Belial ziemlich gut. Oh ja, und ich habe noch Rotten Baby. Das hätte ich fast vergessen. Ich sag's euch. Warte mal. Nein! Ich hab drüber nachgedacht, okay? Ich kam zu dem Schluss, dass es, eine schlechte Idee wäre. Was haltet ihr von dem Entschluss? Du hast Cancer. Ich weiß, dass ich Cancer habe, aber ich habe auch nicht viele Möglichkeiten, meine Leben zu regenerieren. Deswegen denke ich, dass das keine gute Idee wäre. Ja, ich habe zwar Cancer, aber ich habe keine Herzen. Ich meine, hier liegen eine Menge Herzen, aber es sind nicht die, die mir was bringen. Es liegen sogar wirklich viele rote Herzen hier. Erstaunlich viele, würde ich fast meinen. Danke, Dry Baby. Dry Baby rettet uns den Tag. Und ich weiß, dass ich öfter mit Brimstone einsetzen könnte, aber ich traue mich nicht. Also wenn ich in dem nächsten Raum noch viel mehr brauchen würde. Versteht ihr? Das ist der Struggle des Isaac-Spielers. Das war ungünstig. Ich hätte ihn hier auf jeden Fall einsetzen sollen. So. Eine gemeine Fliege, nicht Spinne. Schauen wir noch ein Secret Room finden. Nein. Nein. Cool. Okay, das ist so seltsam. Diesen Brimstone einzusetzen ist so seltsam. Und er ist auch echt schwach. Können wir darüber reden? Das ist wirklich, wirklich schwach. Das ist nicht gut. Ohne Dry Baby wäre ich so tot. Das macht gefühlt Damage Down, nicht nur gefühlt. Ich dachte nicht, dass es durch Säumig dermaßen schwach sein wird, ehrlich gesagt. Oh Gott, das ist auch seltsam zu steuern. Okay, dieser Brimstone ist ein großer Fehler. Die Items sind alle fürchterlich. Oh mein Gott! Ich glaube, der Run wird sterben. Ich glaube, der Run wird sterben. Ehrlich gesagt. Ich hätte die Satanic Bible nicht weglegen dürfen. Und schon gar nicht für diesen Brimstone, der sich als unfassbar schwach herausgestellt hat. Vor allem kann ich, wenn ich den Brimstone einsetze, nicht mal mehr richtig ausweichen. Ich glaube, das stört mich daran noch ein bisschen mehr. Als die Tatsache, dass der Brimstone selber super schwach ist. Das ist, wenn man von dem Brimstone nämlich so seltsam die Kurven gedrückt wird. Ich denke, das, was aktuell diesen Run carryen kann, wenn dann, ist Dry Baby. Was? Ich verstehe diese fucking Hitboxen von dem Spiel nicht. Was sollte das? Einfach an Dry Baby vorbeigeflogen und hat mich irgendwie getroffen. Ich bin tot. Ja, dieser Run ist sehr in sich zusammengebrochen, würde ich sagen. Ich bin auch echt schwach. Warte, hier ist noch ein Eternal Heart.
Kann ich rote Herzen haben? Ja, kann ich. Okay, wir sind endgültig tot. Wir sind endgültig tot. Oh mein Gott. Natürlich kann ich rote Herzen haben. Das heißt, wir haben nicht mal mehr das Polaroid an dem Punkt, was mich vor Schaden bewahren kann. Jetzt gibt es nichts mehr, was mir helfen kann. Gott, geh weg, Engel. Außer die Tatsache, dass die Gegner brennen und dass ich hoffen kann, dass sie deswegen... Ich weiß nicht, was der gerade macht, aber er hat nicht versucht, mich anzugreifen. Die Tiere sind über das Baby geflogen. Fucking Tierhöhe, das ist der dümmste Stat. Eventuell werden wir direkt jetzt sterben. Bring es zu Ende. Bring es einfach zu Ende. Dieser Run ist ein gutes Beispiel dafür, warum man sich von Soymic nicht zu sehr täuschen lassen sollte. Man denkt, dass es cool sein kann, aber es ist dann doch echt scheiße. Jedes Mal aufs Neue. Soulheart! Komm schon, jetzt noch ein Secret Room. Ich kann auch nur bedingt nach Secret Rooms suchen aktuell. Zum einen, weil ich nur überschaubar viele Bomben habe. Aber hauptsächlich, weil ich die ganze Ebene nicht erkunden will. Oh mein Gott. Wir haben ihn nicht bekommen. Kein Secret Room für uns. Kein Secret Room für uns. Los, Ray Baby. Rette mich! Du bist die einzige Hoffnung in diesem Kampf. Wenn meine Range nur so ein kleines bisschen niedriger wäre. Oh, fuck. Diese Strahlen zu machen. Ich mag es nicht, dass ich in Bewegung bleiben muss, Isaac. Das mag ich überhaupt nicht. Okay. Scheinbar hat mich eine Träne getroffen. Dieser Run ist deutlich daran gescheitert, gut zu werden. Oh mein Gott, er ist so sehr daran gescheitert. Ich hasse Tainted Isaac. Immer wenn ich denke, dass Tainted Isaac okay sein kann, dann... Er ist einfach schlecht. Er ist einfach nur ein schlechter Charakter.